Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Saxonia unterwegs. Ja, wir sind bereits in Folge 223, haben gerade den LKW zurückgebracht und hatten noch mitgekriegt gestern, dass alles behauptet, sie wären fertig. Natürlich glatt eine Lüge, ne? Logisch. So, gut. Wir machen ihn hier mal an. Lassen ihn runter. So, fahren ein Stück vor. Dann hat er erstmal seine eigene kleine Korrektur da drin. Das ist auch genau das, was er jetzt hier noch machen kann. Er hat nämlich hier eine kleine Mini-Streifen noch übergelassen, wie man da sieht. Immer die kleinen Ansätze. Die werden wir jetzt alle nochmal wegmachen. Auf der anderen Seite machen sie die eigentlich nie. Das ist immerhin nur hier zur Straße. Aber wie gesagt, das sind nur ganz kleine Ecken hier. Ihr seht selber an der. Ihr seht ihr nicht, weil der Düngergestüt sie gerade gar nicht abzieht. Aber es sind nur, wie gesagt, ganz kleine Stufen. Und vorne geht es auch wieder auf unseren Platz schon. Wir fahren also eh schon in die richtige Richtung. So, der Anfang hier sollte endlich richtig gelaufen sein. Dann machen wir das Ganze mal. So. Aus, halte zusammen. Hilfe machen wir wieder aus. Ja, und ist es tatsächlich soweit. Das gute Stück hier. Hat Feierabend. Ich bin schon fast wieder gegen Verkehrsschild gemangelt. So, der hat Feierabend. Der vorne wartet. Die Streudinger, Jungs, die haben noch was zu tun. Die müssen noch. So. Rumschmeißen und den Kram auf den Platz abstellen. So, dann gucken wir beim nächsten. Das ist der Streudünger. Das ist der andere Streudünger. Das sind die einzigen, die noch arbeiten müssen. Genau wie unser Palettenmensch hier natürlich auch noch ran muss. Und unsere freundlichen Jungs hier, die die Görle wegbringen und sowas natürlich auch. Obwohl, den kann ich auch gleich zurückfahren, falls wir vorspulen müssten, sozusagen. Ich wollte erstmal gucken. Einer ist noch da. So, dann werden wir den auch nach Hause fahren. Korrekturen große sehe ich hier nicht. Auf der anderen Seite auch nicht. Also er hat sich anscheinend sehr pfleglich hier verhalten und alles vernünftig gemacht. Das hat schon mal was. Ja, es warten im Prinzip alle Felder auf die zweite Düngung. Alle Felder sind fertig. Und alle Sämaschinen sind gleich wieder zu Hause. Eins ist, was man natürlich machen kann jetzt, ist für die Streudüngerfahrer, falls wir noch unsere Kipperjungs eher brauchen, natürlich die Fahrzeuge wechseln. Das heißt, ich könnte natürlich jetzt ihn hier nehmen, der jetzt also keine Arbeit mehr hat, der Waltra, und könnte halt ihn so einen Streudünger ziehen lassen, wenn es dann soweit ist, und könnte den anderen wieder unter seinen Kipper klemmen. Ja? So sieht das ja aus. Das ist rein von der Arbeitsgeschichte wahrscheinlich auch der richtigere Gedanke. Das werden wir dann wahrscheinlich auch gleich einmal kurz machen hier. Aber jetzt haben wir momentan gar keinen mehr am Arbeiten. Gucken
gucken gleich mal bei den Feldern, ob da schon irgendwas steht, ob ich schon irgendwas getan habe bei irgendeinem der Felder. Und dann, also was jetzt Reifegrad ist, ob ihr schon wieder düngen könnt. Also bei der 34 und bei der 2 nicht, das muss wenn dann zuerst bei der 3 und bei der 1 sein. Und dann schauen wir einfach mal. So, ja, da kriege ich den Busch nicht zwischen. Würde ich sagen, stechen wir hier unten den anderen ab. Das ist der zweite Kandidat, der das Ganze ersetzen könnte. So, dann gucken wir mal. Wie sieht es denn aus? Also, das muss ich jetzt hierfür ausmachen. Es ist alles einmal gedüngt, bis auf die 34, die ist zweimal gedüngt, weil die haben wir gerade vorm Sehen gedüngt. Die anderen müssen alle einmal gedüngt werden noch. Zweimal noch gedüngt werden. Hier ganz unten springt er gerade um. Das heißt also, wir warten jetzt darauf, dass das alles in dem gleichen Grün ist wie die drei hier unten. Und dann werden wir alles nochmal dann machen können, wenn alles so dunkelgrün wie es wie hier außen an der 50. Das sind halt die Stufen, die wir jetzt haben. So, damit das Ganze jetzt hier etwas weiter läuft, werde ich jetzt hier ein bisschen vorspulen dabei. So, und werde in der Zeit die Fahrzeuge tauschen. Das heißt, ich werde die beiden Kipper-Varianten zu ihren Kippern lassen. Ich weiß gar nicht, wo der andere Kipper steht. Da vorne aber auch irgendwo, schätze ich. Lohnzahlungen sollten jetzt nicht das Problem sein, weil wir haben momentan gar keinen Helfer laufen. Es bewegt sich nichts. So. Das große Vorspulen. Oder das kleine Vorspulen. Gucken wir mal. So, er kann jetzt hier einmal raus, einmal hin, einmal weg, einmal an, einmal weg. So, hüpfen wir mal hier rüber. Den wird der Waldreihe jetzt übernehmen. So, hat der Waldreihe auch übernommen. Waldreihe steht auch vernünftig. Ich mache jetzt den Test und es gerade ist das hier umgesprungen. Ich weiß nicht, wie weit oder wie viel. Ich habe die Zeit auf jeden Fall runtergesetzt. Wir können natürlich jetzt auch einmal gucken, wie es bei der 3 aussieht. Hä? Irgendjemand hat die Arbeit beendet? Nee, Quatsch, der fährt. Das war auch eine Anzeige von vorhin. Gut, also hier haben wir jetzt das zweite Mal düngen, nachmittags um 4. Das ist schon mal gut. Und wir fahren jetzt ihn mal Richtung der ganzen Kipper-Aktion. Und dann nehmen wir noch schnell den New Holland und fahren mit dem New Holland dann zum warum sehe ich hier nur drei? Ach, da hinten hier noch. Gut, dann fahren wir ihn jetzt zuerst mal an den hier ran. Hintere Aufnahme bitte. Sehr gut. Und aus. Und der könnte auch fahren. Aber wie gesagt, das werden wir jetzt einmal durchschalten und da haben wir es mit dem New Holland hier machen. Gib Gas, mein Freund. Du bist jetzt dran. So. Ja, wenn da jemand drunter kommt, dann geht es dann nicht mehr ganz so gut, würde ich sagen. Aber zum Glück war keiner der Fußgänger so unvorsichtig, mir vor den Traktor zu springen. So, es kommt kein Verkehr. Also wir können schön ausholen und auf dem Gas bleiben. Ja, auch hier haben wir den Umsprung gehabt. Also wir können im Prinzip
die Felder alle auf einen Schwung dementsprechend fertig machen. Das ist natürlich schon eine coole Geschichte. Das heißt, theoretisch gesehen müsste das erste Kartoffelfeld jetzt sogar schon zum Ernten sein. Damit das sind vier. Das heißt, wir hatten ein paar Stunden Zeit, schon mal einen Teil vom Feld zu machen. Schauen wir mal, ne? Auf jeden Fall wissen wir, dass die Bäckereigeschichte dementsprechend erst nächste Zeit noch braucht. So, wir fahren jetzt hier rüber. So, springen einmal ab. Von Ihnen zur Seite. Hüpf wieder raus. Klemm ihn hier davor. Ja. Und gib ihn ein Go. Und auch erledigt, los. So soll es sein. Steigt mal aus, lassen wir. Ja, genau, hauen wir das Zeug in die Augen, Weichei. So. Er knattert wie wild noch vor sich hin. Das gute Stück hier müsste jetzt im Prinzip also auf die. Auf den letzten Kipper. Da haben wir unsere Kipper alle wieder in normale Aktion. Und alles, was an Nebenarbeiten ist, können die Jungs machen. Ja, wo wir uns jetzt drum kümmern müssten natürlich auch, ist um die neue Technik. Ne? Wir müssen natürlich gucken. Wow, der ist uns so in die Kiste gefahren, hast du gesehen? Der ist einfach stumpf abgebogen, obwohl ich da fuhr. Wow. Ist ja schon dreist, muss ich sagen. So, okay, er dreht da gerade. Ne? Klappt aber alles, wie ihr seht. Die Tor ging automatisch auf, weil er in der Nähe war. Das Tor wollte jetzt nicht auf, da war ich schon durchgefahren, bevor es auf war. So, unsere Düngerjungs sind unterwegs, das ist gut. Da wird also jetzt die 1 und die 3 gemacht und dann die 34 und die 2. Das ist doch klasse. Der, der die 1 macht, wird nachher die 2 noch machen. Und der, die 3 macht, die 34, weil die 34 kleiner ist. Und die 3 ist größer als die 1. So. Dann schauen wir mal. So, der ist dann auch wieder da. So, dann gucken wir es tatsächlich mal und stellen fest, jetzt ist alles dunkelgrün im Wachstum. Also unsere Vermutung, dass wir jetzt das schon erntereif haben, ist noch nicht so weit. Es ist alles jetzt auf die nächste Stufe von hellgrün auf das nächste kleine Grün gesprungen und das ist auch okay so. Wachstumsmäßig alles super. Wenn wir jetzt auf Düngen umschalten, seht ihr da, ne? Wir sind jetzt bei der 3 und bei der 1 dabei sozusagen. Die 34 ist schon auf der Stufe, das heißt, wenn wir die 34 das nächste Mal düngen, ist sie schon ganz fertig. Hier sind ein paar kleine Streifen, das tolerieren wir. Wir werden einfach dann später mal sehen, was dabei rauskommt. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich modmäßig bin. Kartoffeln, da haben wir das gute Stück. So, das ist das Schneidwerk, 4 Meter. Wir haben die Potato-Variante von dem Holmer dementsprechend jetzt hier am Start. Und der hat für 60.000 Liter Platz. Ich kann nichts für die Preise von den Geräten. Aber die Preise von den Geräten sind für uns auch jetzt nicht ganz so gravierend. Weil wenn wir die Ernte fertig haben, verkaufen wir die Geräte wieder. Wir kriegen ja natürlich auch erheblich weniger wieder, wenn wir erheblich weniger dafür bezahlt haben. Also das gleicht sich dementsprechend wieder aus. Ja. Aber wie gesagt, das sind unsere Sets.
was wir jetzt noch machen können, ne? Das ist das gute Stück hier, verkaufen fahren, weil das ist unser jetziger Kartoffelernter, der ganz einfache kleine, weil den brauchen wir überhaupt gar nicht. Ne? Da werden wir jetzt mal eine Runde durchschalten, bis wir den haben sozusagen. Oder wir fahren erst den Güllewagen weg. Ja, wir fahren erst den Güllewagen weg, das macht auch nichts. Hier rum ist egal. Und dann würde ich sagen, verkaufen wir morgen dann noch die kleine Kartoffelmaschine und kaufen die neuen schon mal ein. Die können wir dann dementsprechend schon mal zusammenbasteln mit ihren Schneidwerken. Ja, und dann werden wir 4 Stück kaufen, weil wir auch 4 Abfahrer haben. So simpel ist es. Genau wie den Dreschern auch. Und dann werden wir mal sehen, was da so Sache ist. Wie gesagt, 60.000 Liter ist natürlich auch schon nicht ganz ohne. So, ja, aber wir sind leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen und einen Teilen dementsprechend. Und ja, wenn ihr es noch nicht dagelassen habt, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Und sage auch nochmal vielen, vielen Dank an diejenigen, die mich schon immer fleißig unterstützen, die schon ihr Abo auch schon dagelassen haben. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Vorschläge habt, was stellt ihr euch vor, was könnt ihr machen? Habt ihr schon Erfahrungen mit der Saxonia 3.0? Das ist noch zwar einige Folgen hin, weil wir natürlich die Kartoffelernte hier noch durchziehen, weil Feld 50 ja umgebaut wird in der neuen Version. Aber was für Erfahrungen habt ihr schon gemacht? Schreibt es einfach in den Kommentarbereich, würde mich da sehr drüber freuen. Dann sage ich vielen, vielen Dank und bis morgen.